So, also Becher mit kalten. Das brauchen wir nicht. Vielleicht müssen wir ein bisschen schneller sein mit dem warmen Becher leer. Genau. Jetzt ist mein Becher leer. Das ist gut. Jetzt eben füllen. Einmal heißer Kaffee. Gerührt bitte. So. Dann jetzt kannst du. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Jetzt schnell zum Fahrrad. Denke ich mal, dass es so geht. Ging das hier lang? Ich weiß nicht. Ja, genau. So. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich will doch nur den Kaffee. Mein Kaffee ist abgekühlt. Ja, dein Kaffee. Ah. Hier wird's Kaffee. Hm. Das ist jetzt Mist. Hm. Ja. Diese Trompeten, wozu? Kaffee hilft da nicht. Schade. Warte mal, die Werkzeuge können wir ja eigentlich zurückbringen, oder nicht? Zu den Igeln. Muss mal wissen, wo es nochmal war. Ach ja, guck mal, ich hab's wieder gut gemacht. Ich war einfach über sieben Problem-Dings beheben. Und dann war es ein so weit. War es nach oben? Okay. Was denn? Post hast du doch wieder bekommen. Ist das nicht eine super Wäsche und da bekommen? Ja, das hast du, glaube ich, schon mal gesagt. So. Das hilft nicht. Echt? Den Kobold müssen wir auch nochmal kriegen. Was ist das denn? Kann man das nehmen? Na, warte mal. Vielleicht, er ist jetzt weg. Vielleicht kommt er jetzt die Werkzeuge. Mal sehen, ob ich recht habe. Und? Ich habe euer Werkzeug. Super. Aber solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig zu bauen. Ich auch. Bitte mach, dass er weggeht. Ups. Der ist doch weg. Was habt ihr denn? Warte mal, ich muss ihn krass kurz rein. So. Okay. Er ist nach oben gegangen, aber... Das gehört den Igelbrüdern. Okay, das gehört den Igelbrüdern. Und irgendwie hier... Das ist doch kein... Schade, dachte ich. Hm. Warum? Warte mal, da fehlt doch was. Das ist ja die... Oh, wir müssen zurück zu Dings. Zu den... Da, diesen... Das resettet sich immer. Was will der eigentlich da, der? So. Nee, einfach nee. Warum speichert sich das nicht? So. Einfach wieder klauen. Dann die Einladung rein. Jetzt steckt die Einladung im Umschlag. Jetzt brauchen wir was Klee. Nein, den behalte ich. Oh, denn nicht. Warte mal. Hm. Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag kleben, in dem die Einladung steckt. Hm. Der Umschlag klebt nicht mehr. Ich kriege ihn nicht zu. Klebt nicht mehr. Vielleicht. Hier können wir auch nicht, ne? Hey, das Bürgerbesitz. Hey, du! Das ist Privatbesitz! Raus aus dem Garten! Oh oh. Müssen wir denn irgendwas schenken? Hm. Ich glaube, damit ist noch. Was? Scharfer Wurfanker. Hm. Na, sonst. Fass mit gesunden Kirchlein. Sorry, wenn wir heute nicht mehr. Oh, sorry für das Wort. Sorry, wenn wir heute echt nicht weiterkommen. Ah, Mann. Nagel. Dafür brauchen wir einen Hammer. Der Hammer ist hier dabei, der Werkzeug. Sondern irgendwie noch was. Gut, schafft sonst gar nichts, ne? Kaffeemaschine. Spüle.
nein, das bringt nichts. Irgendwas, was nicht sauber ist? Poliert werden muss? Nee, ne? Ich behalte besser davon. Aber wie kommen wir denn... Warte mal. Wir könnten doch... Zurück zum Frosch? Ja, ich glaube, hier ist schon richtig. Die Fußspuren führen auf den Kürbis. Halt mal. Der hat ja einen Schornstein. Ich wusste doch, dass da was war. Ob der auch hohl ist? Hoppla. Du hast mein Haus zerstört. Klitzeklein, ratzfatz, zu Einzelteilen zerschmettert. Was hab ich dir denn getan? Oh, das war gar nicht meine Absicht. Entschuldigung. Nicht deine Absicht? Das war fahrlässiger Vandalismus! Du willst nur an mein Kobold-Kobold. Eigentlich wollte ich nur wegen der gestohlenen Sachen. Oh, das war mein Stichwort. Auf Nimmerwiedersehen, du Schnüffler! Und weg ist er. Langsam wird das frustrierend. Ist der Grünhut wirklich weg? Da bin ich richtig erleichtert. So ganz leer sieht es irgendwie traurig aus. Ich habe zwar nur versucht, den Dieb zu schnappen, aber das wollte ich doch nicht. Das war ein hübsches kleines Häuschen. Kürbis. Kürbishäuschen. Der Löffel und der silberne Klumpen sind bestimmt auch gestohlen. Immerhin, Kommissar Haselnuss hat heiße Ware sichergestellt. Warum gleich nicht so? Warum ist das eigentlich eingefallen? Okay, was ist das? Das? Ich weiß nicht. Ui, ich glaube, das Metall ist magnetisch. Magnetisch, das bestimmt irgendwie. Ganz schön schwer. Ich frage mich, wo der kleine Mann in Grün den geklaut hat. Ein Löffel. Silbernes Zuckerlöffchen. Ah, egal, wir geben dir erstmal wieder. Dings zurück. Wo ist das da? Es ist vorbei. Der Grünhut ist weg. Hui, bin ich erleichtert. Papa hatte doch recht. Der hat die ganze Zeit in dem Kürbis mit dem Schornstein gewohnt. Und ich hatte mich schon gewundert. Oh, und du hast unser Werkzeug. Los, Bruderherz. Wir machen uns besser an die Arbeit. Hier ist das Blattboot für Spitzweg. Bereit, um in See zu stechen. Und wie kriegen wir es zu Herrn Spitzweg? Gib ihm doch mal einen kleinen Schubs. Aber... Keine Sorge. Der Kaltwasserbach trägt das Boot bis zur Bachschleuse. Wo Spitzweg schon wartet. So, wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder ans Werk. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Ich liebe Möbel. Pass aber auf, dass du nicht wieder zu tief schwirgelst. Ja, ja. Das Tor zum Grundstück des Waldzwerge ist verschlossen. Gibt es einen anderen Weg, auf das Grundstück zu gelangen? Okay. Frag mich, ob der Gründings dann irgendwas Tolles hat. Kürbis. So ganz leer sieht. Ja, das hast du schon gesagt. Ach, was? Wozu? Metall und ein Löffel. Der schreibt mich jetzt an. Sorry. Das bringt nicht. Metall und Löffel. Brauchst du einen Löffel? Glaub nicht, ne? Das muss nicht gelöffelt werden. Ach, es muss gelöffelt werden. Wie Metall? Das bringt nicht. Metall und Löffel. Echt grad null Ahnung zu das. Hier könnte man Löffel gebrauchen, aber es ist sehr anstrengend, sehr groß, ne?
Braucht der einen Löffel? Brauchst du einen Löffel? Ja. Das muss nicht gelöffelt. Das muss nicht gelöffelt. Mit Abwaschen. Was kann man hier noch so machen? Das. Okay. Hier ist noch Hasenfamilie, aber. Das sind aber viele. In unserem Haus ist viel Okay, aber da muss nichts rein. Ne? Löffel. Metall. Löffel, Metall. Nein. Ja, bitteschön. Hey. Extravagant. Ja. Nee, Rathaus. Das muss nicht gelöffelt werden. Das muss nicht gelöffelt werden. Nein. Geh mal weg. Das muss. Okay, brauchst du Metall? Das bringt. Ich geh mal zu denen. Vielleicht hat der irgendwie. Hartersucher. Geh mal rüber. Das ist Spitzwegs traditionelles Mauswalder Blattfloß. Er hat gesagt, dass ich mit ihm fahren darf. Aber noch können wir wohl nicht ablegen. Großartig. Das Floß ist da. Oh ja, oh ja. Bald geht es auf große Reise. Hier, den vielleicht? Das muss nicht gelöffelt. Aber vielleicht mit Metall beworfen. Das bringt nichts. Nicht? Vielleicht mit einem Nagel am Kopf? Nein, ich bin besser vor. Da auch nicht. Ich geh mal. Was? Löffel, ne? Hier bringt denn. Hier ist ja nichts, ne, oder? Mich jetzt mal hier. Ich glaube, da ist nichts. Was hat das denn mit dem Anfang zu tun? Ah, hier ist nichts, ne? Ne. Warte mal. Ne. Nichts ist hier. Mauer. Kleinliegende Statue. Ja. Ein bisschen. Komm, Flotti. Okay. Mal sehen, was der dazu macht. Ich sollte mal öfters diesen Ring benutzen. So. Vielleicht bringt das auch weiter. Dich kenne ich doch. Oder zumindest jemanden, der genauso faul ist wie du. Okay. Was gibt es hier so? Was ist das? Diese Statue sieht aus wie eine Maus. Wie eine mürrische Stadtwache. Bei so einem Gegenüber fühlt man sich selbst doch gleich viel fröhlicher. Da haben die echten Wachen ja immer gute Gesellschaft. Willkommen im Mauswald, Neuankömmling. Dein Freund mit den roten Augen kam mir irgendwie bekannt vor. Hier ein gut gemeinter Rat von mir für euch. Bleibt lieber in der Stadt. Die Krähen kreisen heute niedrig über dem Wald. Kann ich irgendwie erst bleiben? Was hast du denn zu sagen? Jerry, laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfel, deine magische Aus... So viel. Ich beneide, doch es ist also... Ganze. So, ich war. Ich bedanke mich für den Tipp. Die schießen hier mit Erbsen auf Krähen. Immerhin netter als mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber auch Erbsen feuere ich lieber nicht wild durch die Gegend. Für Mäuse und Eichhörnchen können die bestimmt auch schon ganz schön gefährlich werden. Okay, ich glaube, ich muss dafür nach oben. Eine Ga. Ah. Komme ich nochmal nach oben? War das hier nicht? Hier war auch nichts. War auch nichts? Wie kam ich nochmal dahin? So, hier war auch nichts.
Ja, vielleicht. Das bringt nichts. Ja, was kommt? Da ist auf jeden Fall, keine Ahnung, so eine Art Zahnrad oder irgendwie so. Okay. Mit dem Kaffee brauchen wir nichts mehr anzumachen. Ich glaube. Die Kürbisse hier. Nein, das wollte ich nicht. Ist jetzt irgendwas hier? Los, los. Nee. Nein? Vielleicht? Nee, Honig kann man nicht mehr. Okay, ach. Krähenstatue. Ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich. Ist wieder hier in Stadtmitte. Das wollte ich nicht. Ja, sonst kommen wir auch nicht woanders hin. Ach man. Baumwurzeln da. Hier. Jetzt bin ich wieder hier. Tunnel im Rathaus. Gerade ein bisschen geistig verwirrt. So. Ah, hier wollte ich, genau. Mach ich mal hier. Ah, dann bin ich wieder hier. Das wollte ich nicht. Hier muss ja auch nicht. Hier muss bestimmt tausende Sachen noch gemacht werden. Warte mal. Kaffee hilft dann. Okay, Kaffee hilft dann nicht. Ja, ich Löffel. Das muss nicht Okay. Eis. Ja, ich mit Nagel kaputt. Nein, ich. Nee. Nach oben komme ich ja auch nicht wegen. Beziehungsweise ich muss unten irgendwie. Genau. Wie komme ich nochmal nach oben? Verschlossen, eine Holztür. Fest verschlossen. Da hängt. Da steht etwas auf dem Zettel. Quarantäne. Unser Mitbewohner Steinberg-Walzwerk leidet an einer schlimmen Krankheit. Er ist grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Und jetzt ist er auch noch krank und hustet und niest. Nicht stören. Bis zum Ende der Quarantäne zelten wir tief im kalten Wald auf matschigem Boden. Deshalb sind wir grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Blausaftproduktion wird ausgesetzt, bis Steinberg wieder gesund ist. Schmiedeeisen und Holzer, Waldzwerge. Das heißt, wir müssen sie finden. Was ist denn mit der Flasche? Geschlossenes Grundstück. Poster. Muss auch irgendwie nach oben kommen. Was hat diese merkwürdige Kreatur? Was ist denn, wenn ich das nehme und wieder Radioantenne? Keine Krähe in Sicht. Scheint, dass meine Antennenflitsch-Kampftechnik sich da schon rumgesprochen hat. Okay. Dich mal hier. Stimmt. Mit Muster. Warte mal, vielleicht. Das bringt nichts. Nee. Vielleicht drunter schleudern? Das muss nicht Das bringt nichts, das muss nicht gelöffelt werden. Nee. Nee. Was ist denn jetzt mit dieser Kreatur hier? Eine Fischschuppe. Sie ist ganz trocken und schillert bunt. Oh, die ist ganz leicht. Was ist das jetzt? Glänzende Fischschuppe. Der vielleicht? Die behalte ich besser. So. Das muss nicht. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Wir sind angekommen. Wir werden
die Lösung sein. Okay, verdächtiger Typ. Wer werden die Lösung? Vielleicht mit einem Stock draufhauen. Ein Stock bringt hier. Das irgendwas. Irgendwas hiermit zu tun. Nee. Was? Soll man damit jemanden rufen? Macht er aber irgendwie nicht. Bin ich hier? Großartig. Das Floß ist da. In all den Jahren, mein Mann, das jährliche Gesetz an die ohne und. Aber solange die Welt wirkt, einen und der. Ja. Hoffe. So jetzt. Spitzweg nimmt Jerry in sein Boot mit, doch vorher braucht er noch seine Hilfe. Habe ich jetzt irgendwas übersprungen? Wann geht die Bootsfahrt denn nun endlich los? Ohne Ruder sollten wir nirgendwo hin. Gewässer sind viel zu unberechenbar, als dass man sich darauf verlassen sollte, dass sie einen zufällig gerade dorthin tragen, wo man hin will. Und um sicher zu sein, dass man auch stehen bleiben kann, wenn Bedarf ist, zum Beispiel beim Landgang, bräuchte man auch so etwas wie einen Anker. Aber solange die Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Anker, Paddel, Wels. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Also ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Der hat ja die Ruhe. Das heißt, warte mal. Das vielleicht als Anker? Das ist ja ein idealer Anker. Jetzt fehlt nur noch ein Paddel. Aber solange die Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Okay, das habe ich schon mal geschafft. Ein Paddel vielleicht? Ein Stock bringt hier Nee. Dann brauche ich das Blatt. Ah, davor erstmal eine Erbsenkugel klauen. Ja, geh ruhig noch langsamer. Pfoten weg! Die Kanone muss für den nächsten Krähenangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Eine Kanone, ganz wie aus einem Piratenfilm. Arr! Ich bin Jerry Haselbart, der Piratenmagier. Pfoten weg! Niemand darf die Kanone anfassen. Nicht einmal ich, besonders nicht Pech. Außer im Notfall. Die Kanone muss für den nächsten Krähenangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten. Ja, ist gut. Ich muss auch bei... Ich liebe seine Stimme. Auch wie er die Maus spricht. Grandios.